Hallo, hier ist Tina. Willkommen zu unserem vierten Babyfilm. Heute zeige ich euch, wie ich die Kleinen von eigentlich 2 Boxen auf 4 Boxen verteile. Bei kleinen Axolotln ist es so, dass sie irgendwann in eine kannibalische Phase kommen. Das bedeutet, dass sie sich gegenseitig angreifen. Sie schnappen einfach nach allem, was sich bewegt. Und wenn das gerade das Beinchen ihres Nachbarn ist, gut, dann wird das Beinchen geschnappt. Wenn der Geschnappte dann versucht abzuhauen, dann kann es vorkommen, dass er sein Beinchen verliert. Die Beinchen sind ungefähr so dünn wie Zwirn und ganz leicht abzubeißen. Ja, das ist schrecklich, aber so sind junge Axolotl. Da kann man nichts ändern. Sie machen das, auch wenn sie genügend Platz haben und auch wenn sie genügend Futter haben. So sind sie eben. Aber keine Sorge, sie bleiben nicht dauerhaft ohne das Beinchen. Axolotl sind ihr Leben lang im Larvenstadium und ihnen können selbst abgetrennte Gliedmaßen nachwachsen. Ja, selbst wenn ihnen ein Teil des Gehirns abhanden kommen würde, würde auch das Gehirn nachwachsen. Wie lange das allerdings dauert, ist abhängig von der Wassertemperatur. Auch wenn man dieses Verhalten nicht beeinflussen kann, verteile ich sie auf mehr Boxen, damit sie mehr Platz haben. Zudem ist ja das Risiko einer Infektion erhöht, wenn eine Wunde vorhanden ist. Umso wichtiger wird jetzt der tägliche Wasserwechsel und das Reinigen der Behälter. Die neuen Behälter müssen vor Gebrauch desinfiziert werden. Die verletzten Tiere kommen in einen eigenen Behälter, damit ich jederzeit sehen kann, wie es ihnen geht. Und natürlich hoffe ich, dass da keine weiteren hinzukommen. In dem kleinen Sieb hier sind Nauplien. Wie gesagt, ich züchte sie selbst und ich habe noch einige da. Also verfüttere ich sie einfach weiter. Eigentlich hatte ich vor, jetzt komplett auf Trockenfutter umzustellen. Aber ich mache mir Sorgen, dass das nicht so funktioniert. Also gebe ich nach wie vor immer noch Artemia hinzu. Hier seht ihr, wie ich sie ins Wasser gebe. Und ich freue mich, euch erzählen zu können, dass ich für einige der Kleinen schon ein neues Zuhause gefunden habe. Manche Kontakte ergaben sich zufällig, einfach weil man sich getroffen hat und über die Tiere gesprochen hat. Und bei anderen wurde ich angeschrieben, weil jemand die Filme gesehen hatte und gefragt hatte, ob ich welche abgebe. Auch mit 2 Tierhandlungen stehe ich in Kontakt. Mit Recht werden einige von euch kritisch zu dem Thema Tierhandlung stehen. Häufig werden Axolotl in Tierhandlungen nicht artgerecht gehalten. Die Becken sind zu klein und die Wassertemperatur ist nicht richtig. In den beiden Tierhandlungen, von denen ich gerade spreche, ist es aber so, dass sie selbst Axolotl züchten. Aber sie haben keine Harlequins. Also habe ich hier ein gutes Gefühl und denke, dass ich manche meiner kleinen weißen Harlequins dort ruhigen Gewissens abgeben kann. Die Eltern der Kleinen kommen aus einer Zucht. Auch zur Züchterin habe ich noch Kontakt. Und wenn ich kein geeignetes Zuhause finde, wird sie sie aufnehmen. Wie ihr ja wisst, haben 2 der Kleinen auch Namen, Bisaflor und Evoli. Und wenn alles läuft wie geplant, bleiben sie bei einem Freund. Das wäre natürlich das Schönste, was passieren kann. Ich könnte sie weiter aufwachsen sehen. All diese verschiedenen Optionen zu haben, hilft mir sehr. Ich kann es einfach genießen, die Kleinen aufzuziehen, ohne mir Sorgen um ihr späteres Leben machen zu müssen. Hier filme ich von vorne in die Behälter rein. Sie sehen jetzt schon wie richtige Axolotl aus. Am Anfang ähnelten sie ja eher Kaulquappen. Die
Kinderbeinchen sind schon angelegt, aber Füße sind noch keine da. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!